Hier ist die Energiekultur mit dem Thema Elektrokultur. Was wir aber in Zukunft wahrscheinlich besser Frequenzkultur nennen wollen. Ja, wir hatten gestern ein ganz interessantes Gespräch, wirklich interessant. Da kann Europa mal endlich wieder was lernen von der dritten Welt. Über Anwendungen von Energie, also von Elektrokultur oder Frequenzkultur in der Landwirtschaft. In unserem Gespräch bei unserem Club der Energiekultur in Brasilien konnte ich mich mit einem Freund unterhalten. Der wohnt ebenfalls in diesem Bundesstaat, aber in einer Region, wo sehr viel Landwirtschaft betrieben wird, wo sehr, sehr große Fazendas, also Bauernhöfe existieren, die 10.000, 20.000, 50.000 Hektar Land haben. Viel wird Soja produziert da. Und jetzt hat er mir gestern Dinge erzählt, das muss ich euch weitergeben. Erstens, es gibt ein neues Produkt. Ich kann und will den Namen noch nicht sagen, wir werden eine Materie aufarbeiten, um das Produkt genauer zu erklären. Aber der Trick des Produktes ist, es beinhaltet Nanopartikel. Und diese Nanopartikel wurden frequenzgeladen, befeldet. Das Produkt an sich ist ungiftig. Es ist aus Pflanzen, aus einem Pflanzenschlüssel entstanden. Es ist, wie gesagt, ungiftig. Der Hauptteil sind die Nanopartikel, die mit Informationen belegt werden und dann versprüht werden. Interessanterweise haben wir bereits über 600 verschiedene Fazendas, die das bereits produzieren. In Zusammenarbeit mit Basalt. Sie werden hier informiert, die schnallen's und machen's. Und, wie gerade jemand jetzt gestern gesagt hat, er hatte früher 60 Säcke Soja pro Hektare. Und mit dieser Anwendung, die er jetzt hatte, hat er 90. Beim ersten Versuch. Also können wir sagen, absolut genial. Da wir wieder wissen, dass Frequenzen im Spiel sind, könnten wir auch die Frequenzen jetzt einfacher über einen Kristall in unsere Elektrofrequenzkultur einbinden. Das Wichtigste ist aber, dass viele tausend Hektar bereits so bewirtschaftet werden, seit letzten Jahren. Und hier haben wir 2 bis 3 Ernten pro Jahr, also wir sehen die Resultate viel, viel schneller. Das ist mal das eine. Und das andere, was gleichzeitig mitläuft, was hier eingebracht wurde, ist Plasmatechnologie. Plasmatechnologie ist wiederum eine Energieanwendung. Viele, die ich schon von Keshe gehört habe, haben gehört von dem Gans, den man macht und so weiter und so fort. Und hier haben wir einige Produkte bereits im Einsatz, im Test, ebenfalls auf großen Flächen. Und das mit hervorragenden Resultaten. Ja, also müssen wir uns klar noch mit der Keshe-Technologie auseinandersetzen, wegkommen von dem, was eigentlich alle suchen, nämlich dass wir diese Technologie nutzen können, damit wir elektrischen Strom haben und so weiter. Nein, wir werden diese Technologie auf die Landwirtschaft anpassen und somit eine neue Frequenztechnologie haben, wo wir die Frequenzen ebenfalls selber produzieren können. Ganz interessantes Thema, auch darüber werden wir einzeln noch eine Zusammenfassung schreiben, welche Produkte das da bereits im Einsatz sind. Als ein weiteres Produkt, das hier bereits im Einsatz ist, das ist aber eher noch im bescheidenen Rahmen, und doch können wir sagen, dass schon viele, viele Hektaren davon profitieren und im Test sind. Wir applizieren ganz einfach Energien auf Träger. Zum Beispiel Stein, Wasser und applizieren das. Und ich werde darüber mal eine Liste machen, welche Produkte das schon hat.
Ich habe nicht alles im Kopf jetzt, es wurde aber aufgezeichnet, das Gespräch von gestern. Ich kann das dann noch rückführen. Aber die Energieübertragung auf Träger wie Wasser, Stein, Metall, das kommt hier schon gut zum Einsatz. Und der Einsatz ist in der Landwirtschaft und dank meines Freundes, da er quantischer Therapeut ist, wird dies ebenfalls jetzt in der Human- und Veterinäranwendung bereits getestet. Und nicht seit gestern, nein, schon eine ganze Zeit. Also wir haben ganz, ganz viele Überraschungen, die wir hier in Brasilien erleben und die wir jetzt nach Europa bringen werden. Ich habe immer gedacht, es funktioniert umgekehrt. Wir in Europa entwickeln Dinge und bringen sie in die dritte Welt, damit die das anwenden können. Aber jetzt, mit den neuen Überlegungen, mit den quantischen Überlegungen, mit der Frequenztechnologie, mit Frequenzanwendungen, stellen wir fest, dass Europa nicht aus den Startlöchern kommt. Sie haben keine Flexibilität im Kopf, Sturheit in dem, was sie tun. Und die Dinge kommen nicht wirklich durch, nicht in die Landwirtschaft. Die, die es machen wollen, nichts erzählen und so weiter und so fort. Aber jetzt, der offene Kopf der dritten Welt von Bahia macht es einfach. Und wir können gerade mal sagen, das erste Produkt, von dem ich geredet habe, mit den Nanopartikeln, ist noch schweineteuer. Aber es zahlt sich aus. Und auch den Einsatz vom Basalt zahlt sich aus. Und jetzt ist es vielleicht auch mal Zeit, vielleicht studiert das mal jemand von uns, was ist eigentlich Basalt? Die Geschichte mal aufarbeiten. Was war Basalt früher? Was ist da drin? Welche Informationen sind dann eigentlich schon im Basalt drin? Welche Funktion hatte er bei der Bildung unserer Welt, unserer Atmosphäre? Da gibt es ganz viele, ganz, ganz interessante Dinge, die vielleicht spekulativ sind gewissermaßen, aber wir könnten eigentlich anhand dieser Informationen, die wir schon haben, über Basalten unsere wahre Vergangenheit eine gute Definition machen der Energie, die im Basalt ist. So, meine Freunde, ich hoffe, dass ihr jetzt hinsichtlich des Frühlings, der vor der Türe steht, anfängt zu planen, Leute zu gewinnen, die mitmachen. Landwirte, Gärtner, nicht unser kleiner Garten, nicht unsere kleine Kiste, nein, in großen Applikationen, dass wir mal da eine Hektare testen können, da eine Hektare testen können und sie eben dokumentieren, die Tests, das ist mal wichtig, alles dokumentieren, dass wir Dokumentationsmaterial haben. Wir werden jetzt hier, mein Freund ist gerade an einer Finanzierung, ein Labor aufbauen, wo wir dann die Kirillian-Fotos machen können und verschiedenste Tests, um die Energie nachzuweisen. Da ist auch Europa, ich weiß nicht, also da schlafen alle hinter dem Fernseher scheinbar. Da gibt es so viele Menschen, die mit Energie arbeiten, die Menschen Hilfe anbieten für Gesundheit mit Energie, die für Pflanzen Energie und. Immer reden wir von Energie, aber dass es einer beweisen wollte, was man kann. Ja, da ist das Internet so ziemlich leer. Wieso? Ja, wenn wir doch was Gutes haben, was jetzt halt nicht so ganz ins kollektive Bewusstsein der Menschen passt, was brauchen wir denn, damit sie sich vielleicht mal mit diesen Dingen auseinandersetzen? Beweise. Nicht einfach Gerede. Nicht einfach, jetzt geht's mir viel besser. Nein, wir können das beweisen. Seht die Kirlian-Foto an. Da mache ich ein Foto an, vorher und nach der Behandlung. Und dann sehe ich gerade den Unterschied. Und da kann man mich noch Betrüger oder Lügner nennen, was da nicht der Fall ist. Aber wir haben viele Tests, die wir machen können, die auch wissenschaftlich halten, um der Landwirtschaft, der Regierung und jedem, der gesund essen will, vorlegen können und sagen, fordere das endlich in unserer Produktion, in der Landwirtschaft, in der Baumwirtschaft. Unsere Früchte, unsere Gemüse, die sollen wieder Qualität haben. Und wir können es machen, ganz einfach,
Wir sind günstiger, viel effizienter und vor allem investieren wir in ganz lange Zeiten. Das haben Sie nämlich auch hier festgestellt. Natürlich ist die erste Behandlung teuer, aber der Basalt, der bleibt mir doch. Den muss ich ja nicht jedes Jahr wieder erneuern oder zugeben. Nein, der taugt viele Jahre. Wir wissen es noch nicht, also wir werden jetzt sehen, wie lange das der Effekt vom Basalt hält. Er vermischt sich natürlich und sinkt vielleicht ab, ich weiß nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Basaltschichten, die wir verteilen, über Jahrzehnte da sind und ihre Arbeit in der Richtung der Signale oder des Flusses tun. In diesem Sinne, hier ist die Energiekultur. Und wir verändern die Welt, weil wir sind der Club der Schöpfer der fünften Welt. In diesem Sinne möchte ich euch auch einladen, macht mit, werdet Mitglied im Club. Der Club mit seinen Beiträgen ist die Finanzierung für alle unsere Projekte, die wir haben. Wir sind angewiesen, dass wir da Mitglieder haben, damit wir unsere Kosten begleichen können. Von dem her herzlichen Dank. Die Anmeldung findet ihr bei der Gruppe Schöpferclub der fünften Welt. Das ist Energie. Das macht Spaß. Und jetzt werden wir die Welt endlich wieder in die richtigen Schienen bringen. Einen schönen Tag wünsche ich. Bis dann.